Ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Dinkem. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Endlich ist es da, der Frühling ist da. Seit dem heutigen Tag in Dinkem haben wir den Blooming Spring dazu bekommen. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich bin sehr gespannt, ob wir, was wir innerhalb des Spieles Neues entdecken können. Und dann geht's jetzt auch los. Und wir schauen mal, inwieweit wir unser Paradies mit Frühlingsblumen und allerlei schöner gestalten können. Lange ist's her. New Crafting Recipes. Oh, ich habe sehr lange nicht mehr eingeschaltet, sehe ich gerade. Okay, was haben wir denn hier gekriegt? Brücken und... ja, Brücken. A new license is available. Sehr schön. Was haben wir denn da in den Händen? Haben wir was in den Händen? Sind das Schuhe oder was? Ah, Schuhe. Warum denn Schuhe? So. So, mal gucken. Ach Gott, da kommen schöne Erinnerungen hoch. Ich weiß gar nicht mehr die Steuerung. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin in unserem Funpark. Ihr wisst es noch. Jetski Park. Leuchtturm. Helikopterstation. Hier hatten wir die Motocross-Strecke, die wir uns gebaut haben. Und hier haben wir unseren schönen Irrgarten. Musik ist, meine ich, auch neu. Oder anders, ja, glaube schon. Okay, so. Gott, weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Wir schauen jetzt erstmal, zu unseren Kisten. Tun erstmal die Sachen verstauen, dass wir mein Inventar ein bisschen aufräumen hier. Oh mein Gott. So will ich das haben. So, wir gucken mal. Das. So. Dann. Das hatte ich hier. Und da haben wir den Knochen. Ja, haben wir hier. Wunderbar. Okay. Blau, nein, gelb. Haben wir denn unsere hier, Metzer? So, genau, die Sachen brauchen wir. Dann die Schuhe. Ja, Briefkasten, ich höre dich. Ich komme, ich eile. Die Schuhe. Auch die Schuhe nicht. Kein Platz mehr für die Schuhe. Das ist ja schon ein cooles Spiel irgendwie. Wir tun jetzt die Schuhe. Komm, egal. Wir tun sie jetzt. Wir verkaufen sie. Wir verkaufen sie noch besser. Brauche ich nicht. So, Gott, Gott, wie müssen wir das reparieren? Ich weiß schon, ach, hier war das, oder? Ich habe keine Ahnung. Crafting Table, Repair Table. Ach ja, genau, da war ja was. Okay, wir gucken erstmal, was uns der Briefkasten uns bereithält. Von Rain. Hallo, Eiko. So, I thought you might... like bright tiles. If you don't like it, sell it. That's what I was going to do. Bright tiles. Teppiche nehmen wir immer. Collect and delete all. Das ist auch neu. Dieser Button. Aber wir haben eh keine
keine Post mehr. Ah, ich denke mal, es ist so lang her, wir wären einmal jetzt bei... Ach komm, John, du kriegst jetzt die Schuhe geschenkt. 4 Herzen, ja. Bei mir ist, ich habe die Herzen noch nicht alle auf 5. Ja, das habe ich nicht mehr geschafft oder irgendwie ging dann vielleicht auch die Lust verloren. Aber er kriegt von uns jetzt die Schuhe. In life you always to decide what to hold on to and what to let go. Das ist richtig. Wo ist die Musik? John, bleib mal her. Kriegst Schuhe von mir. Wie ging denn das nochmal? You ready to get flogged at this bug-catching comp? Oh, let's talk. Clover is visiting today. Okay, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert, wie man ihm Sachen schenken können. Ging doch irgendwas. Ach nee, das ging nicht. Das ging nur. Nee, ich könnte sie immer verkaufen. Natürlich. Need anything? Er möchte was essen. Naja, gut. Können wir ihm auch geben. Okay. Unsere Fische. Schauen wir mal. Fletch, glaube ich, hieß sie oder hieß er? Ich weiß es nicht. Ich glaube Fletch, oder? Talk to Fletch. Lost Paradise is really starting to grow. Wir wachsen und gedeihen. I tell you what, it might be a good idea to build a bandstand. Eine was? Eine Bandbühne oder was? No, we are not having any musical guests at any time soon. Heiko, if you lost paradise... Nein, if Lost Paradise had a bandstand, we could use it as a place to host events. Okay, tatsächlich. Wir können eine Bühne bauen, dass wir auch Veranstaltungen stattfinden lassen können. Genau. Wir können Partys sozusagen dort abhalten, Übereinkünfte feiern. I've already applied for the bandstand. So, come and speak to me if you think we are ready to build it. Sehr schön. Den Deed holen wir uns. So, I want to apply for a license. Oh, lang nicht mehr gespielt, dieses Spiel. Alright, so, mal gucken. Genau, das haben wir alles nämlich schon gehabt. Also, das ist neu, meine lieben Freunde. Animal Processing License. Unlocks Cheese Making Recipe for Processing Milk. Also, wir können hier sozusagen... Cheese ist der Käse... Wir können hier aus der Tierwirtschaft etwas bauen, wo wir dann entsprechend die Milch bekommen und aus dem Milch dann, aber Milch können wir doch schon, oder? Milch haben wir doch schon. Dann können wir im Grunde Käse machen. Unlock Sign Writing License. Unlock the Recipe for the Sign Writing Table and Simple? Weiß ich nicht, werden wir auf jeden Fall alles machen. Waterscaping License. Unlocks the recipes for waterbed. Used to create waterfalls. Also Waterbeds sind ja Wasserbetten, aber was hat ein Wasserbett mit einem Wasserfall zu tun? Ist interessant. Schauen wir uns an. Brewing License. Unlocks the Billy Kit Recipe used for Brewing Drinks and Jams. Huh. Brewing Drinks and Jams. Okay, hier haben wir, glaube ich, Getränke oder irgendwas. Getränkestand, ich weiß es nicht. Okay.
Aber wo ist denn jetzt der Bandstand? Der Bandstand, Fletchy. Warte mal, let's talk about the town. Haben wir das hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja, can I see the deeds? Okay, das glaube ich ist noch nicht neu. Das habe ich nur nicht damals dann gebaut. Ich glaube, wir hatten diese drei Häuser. Hatten wir schon. Und hier der Bandstand ist jetzt neu dazugekommen. Die Häuser bauen wir noch. Aber den bauen wir jetzt primär. Oh, 25.000. Okay, ich glaube, ich habe auf der Bank noch genügend Geld. Und diese Materialien, die haben wir auch alle. Ply. Yeah, let's do it. Also die Musik klingt etwas falsch. Alright, so, wir müssen die Materialien besorgen. So. Die Materialien, jetzt werden wir erst machen, wir machen heute ein richtig schönes Ding. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen klar Schiff. Rechte Maustaste stimmt. Lang ist's her. Und für all diejenigen, die mein Dinkum-Paradies nicht kennen, gibt es jetzt gleich eine kostenlose Rundfahrt. Selber für mich auch spannend, das mal wieder zu erleben. Das hat schon irre viel Spaß gemacht, das alles aufzubauen. Eigentlich nicht Dinkum-typisch. Wir haben zwar unsere großen Felder und wir haben auch kleine Felder. Wir haben es allerdings nicht so gebaut wie vielleicht viele andere von euch, die so ein bisschen mehr Planung und Ahnung haben, wie man so eine Farming-Simulation Felder gestaltet. Wir haben das so. Bei uns war der Fun Factor mehr im Vordergrund. Dass wir uns einfach auch Dinge gebaut haben, auf die man vielleicht jetzt nicht unbedingt kommt, wenn man Dinkum spielt. Aber Spaß macht es trotzdem. So. So, hier haben wir noch. Zack. Schaufel. So, dann, weil ist da noch? Ja, genau. Wie ging das nochmal? Ah, okay. Dann hier. So. Komm schon! Leg hin. Ach, linke Maustaste. Entschuldigung, ich weiß es echt nicht mehr. Was? Kann ich das als vergessen? Das gibt's doch nicht. So. Werden wir mal kurz hier die Sachen noch. Ich habe aktuell auch schon wieder vergessen, was wir alles brauchen. Aber das ist jetzt egal. Wir werden jetzt erstmal hier alles wieder schön sortieren. Ordnung ist das halbe Leben. So, wo hatte ich denn die Teppiche hingetan? Nö. Iron Spear, Copper, Iron Spear. Komm. Wurscht. Nein. Hier haben wir die Dinger hier, genau. Da haben wir Bright, Rattan Floor, Basic, Gras. Okay, machen wir das jetzt so. Flammensack. Weiß nicht mehr. Ich glaube, ich hatte irgendwo. Ah, nee, hier. Aha, okay. So.
Pflanzenbuch, Maschinenbuch, genau. Das war das. Wo ist... Hier. Okay, alles klar. Jackhammer. Komm, wir schnappen uns... ich zeige euch jetzt mal, wie ich das hier gebaut habe. Viele von euch, oder viele neuen von euch, kennen das noch nicht. Und... Wie konnte ich denn hier mit... War das Krokomiet oder war das normales Miet? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das geht, okay. Zack. 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 So. So, los geht's. In unserem schönen Airwolf-Helikopter. So. Zeige ich euch mal mein schönes Paradies. Das sind so kleineren Felder. Aber ich habe hier ein riesiges, ein massives Feld. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe das... ich habe das ja umgestaltet. Früher war hier nämlich alles ein Feld und dementsprechend hoch war auch der Umsatz. Ich sehe, es ist alles kaputt. Ja, wir haben lange nicht mehr gespielt. Alles verdorrt. So, dann seht ihr hier diese große Straße. Das ist schon Teil der... der Motocross-Strecke. Das Motocross-Rad wartet hier oben. Da ist nämlich der Start. Etwas ungewöhnlich, aber hier geht es sozusagen los. Geht dann hier über einen Sprung, über die Straße. Hier rüber, hier seht ihr den schönen Irrgarten. Im Dunklen macht er richtig viel her. Macht richtig Spaß. So, dann geht es eben hier mit dem Motocross über diese schöne S-Schikane. Einmal unten durch. Einmal hoch. Durch den Dreck. Über die Brücke. Und dann eben hier hoch. Und wieder runter. Und natürlich darf auch entsprechend bei einer Motocross-Strecke das Wasser nicht fehlen. Deshalb haben wir hier einen kleinen Wasserpart drin. Dann geht's hier rum. Und dann springt man hier wieder rüber. Ein paar Bodenwellen. So, und dann sind wir die Strecke sozusagen einmal gefahren oder geflogen vielmehr. So, und da hinten muss ich mal gucken. Haben wir unseren schönen Brunnen, der das Ziel darstellt. Und diese Glowing, diese Mushrooms. Die haben eben, werfen ein ganz schönes Licht im Dunkeln. Mysteriös. So, das ist mein Herzstück meines Funparks. Eine riesen Wassersportanlage. Mit Jetskis. Wo man entsprechend um die Wette fahren kann. Mit Boxenstopp. Wo man dann hier zu Reparaturzwecken hier eben reinfahren kann. Verrückt! Aber cool war es irgendwie. Genau. Also da haben wir im Grunde eine, ja, eine 8, wenn man so will. Hat aber Spaß gemacht, das zu bauen. So. Okay. Dann werden wir uns jetzt mal anschauen, wo wir... Ach ja, das ist der Wasserturm, soll ich schon sagen. Das ist unser Leuchtturm. Was halt ein bisschen schade ist, das weiß ich natürlich noch nicht oder nicht... Weiß ich nicht, ob in Dinkem wir mittlerweile höher bauen können. Ich glaube nicht. Aber das soll im Grunde unser Wasserturm, unser Leuchtturm, jetzt habe ich es, unser Leuchtturm darstellen. Genau. Und dann geht es jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie wir landen. Wie landen wir denn? Rechte Maustaste? Ah, rechte Maustaste. Okay, alles klar. Bisschen Farm und Viehwirtschaft. Und dann ist hier auch wieder Schluss.
So. Genau. Und hier hinten haben wir, glaube ich, nichts. Doch, da haben wir unsere Anlegestelle. Aber ich meine, dass wir ja noch keine Schiffe haben. Außer jetzt kleine Ruderboote, aber richtige Schiffe, glaube ich, gibt es noch nicht. So. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wo wir unser... Jetzt werde ich erstmal kurz die Materialien mir zusammenklauben. Wo konnte man das jetzt nochmal überprüfen? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwo konnten wir uns das doch anzeigen lassen, was wir brauchen. Nee, Moment, wie ging denn das? Gott, ich weiß es nicht mehr. Leute, ja, peinlich hier. Wo wäre denn ein cooler Spot für eine... Ja, ein cooler Veranstaltungsplatz. Wo könnte man das machen hier bei mir? Da ist unser Museum. Schwierig. Ach so, hier ist unsere Bootsanlegestelle, genau. Da ist der Aufzug, wo es dann in die Mine geht. Gehen wir mal Richtung Bank, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Platz. Könnten wir das hier irgendwo machen? Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht könnten wir das hier machen. Ah, so funktioniert es. Alles klar, es ist echt schon lange her. Wollen wir das hier machen? Das wäre eigentlich doch ein ganz schöner Platz, der eh ungenutzt ist. Konnten wir das eben hiermit auch? Nee. Lang ist es her, ich sage es ja. Aber wir hatten doch hier, Moment mal, wir hatten doch hier die Chainsaw. Okay, dann werden wir da mit unserer, wie heißt das Teil? Mit unserem Jackhammer. Ah nee, Jackhammer, doch, Jackhammer, glaube ich. Oder? Meine schon. Damit konnten wir das doch alles... Nee, nicht wirklich. Aber wir hatten doch eine Sache, wo wir das abbauen konnten. Kompaktor, meine ich doch. Damit geht's. So, genau. Oh, Kabel. So, die möchte ich jetzt hier noch nehmen. Ah, der ist schon wieder. Alter. Ungeübt. So. Hallo. Magst du nicht? Na gut. Musst du nicht. Wir müssen es eh planer machen. Jetzt habe ich da so einen wunderschönen Baum und jetzt versperrt er mir total die Sicht. Muss weg. Muss beides weg.
kriege ich die Dinger weg? Oh, wie kriege ich das dann weg? Oh, dieses Gesumse. Dieses Gesumse. Komm, geht mal weg, ihr nervt mich. Fang euch sonst. So, selber schuld. Selber schuld. Wie können wir die Fackeln wegkriegen? Hey, das ist ja Wahnsinn, ich weiß gar nichts mehr. Pack up, lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und das geht wahrscheinlich bei den Blumen genauso. Nehme ich an. Nö. Okay. So. Wie machen wir hier eine? Wir machen hier eine schöne... Ach komm, wir machen da eine Brücke. Wir können doch Brücken bauen. Dann werde ich nämlich hier das Wasser noch etwas erweitern. Hier machen wir unsere schöne, einen schönen Veranstaltungsplatz. Von Wasser umgeben. Das kommt weg. So. So, wenn wir da eine Brücke bauen. Werden wir hier. Wir machen zwei Felder breit. So, und dann gehen wir jetzt hier nochmal. Fragen wir noch mal einmal was ab. Dann nehmen wir jetzt unseren Kompaktor oder wie der heißt. Wo ist er? Kompaktor. Geht das schneller? So. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ich glaube, dass der, dass das vom Platz auch schon genau der Größe entspricht. Wir gucken mal eben. Ja, voll. Okay. Wie konnte man das nochmal drehen? What? Wie kann man das nochmal drehen? Nein, so nicht. Ich glaube, ich sollte mal in die Steuerung gucken. Okay, so wäre es best. Okay, das heißt, wir könnten hier... Oh, das würde genau hinhauen. Das könnten wir allerdings auch machen. Dann werden wir die mal hier wegnehmen. Wie geht das nochmal? Mit E. So. Muss ich gucken. Wir müssen, glaube ich, hier... Da müssen wir bis hinter gehen.
Und da konnten wir, nehmen wir die jetzt noch weg. So. Ja, so passt das. Und den Weg dahin könnte man, eigentlich könnte man es so lassen. Is this a good place for the bandstand? Natürlich. So. Okay, hier werden wir jetzt lesen, was wir brauchen. Genau. Konnte man sich das nicht irgendwie anzeigen lassen, was wir brauchen? Machen wir jetzt erstmal. Wo wäre denn der Eingang? Ich habe es gar nicht ganz vergessen jetzt. Dann, ach komm, wir machen jetzt. Immer hüpft irgendwas umeinander. Wir müssen, glaube ich, später den Eingang ein bisschen versetzen. Machen Sie jetzt erstmal so. Wurscht. So, wo konnte man das nochmal sehen, was wir brauchen? Ich meine, dass sie uns das auflisten konnten, ich weiß aber nicht mehr wie. Ah, so. Okay, 10 braune Bretter, 10, 5 weiße, 5, okay, das, 2, 5 mal, das war, glaube ich, Zement, genau, und Nägel. 16 Stück. Okay. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir uns das schnell holen. Mal, hier hatte ich auch noch Kisten. Was ist da drin? Iron Spear. Auch noch Klamotten. Ach, warte mal, hier war doch unsere bestimmt. Ah, genau, da waren unsere Früchte. Ach ja, genau. Und hier bei der Cooking Table. Alles klar, okay. Es kommt langsam wieder. Hier müsste das Holz drin sein. Palmwood, da haben wir ja wahnsinnig viel. Also wir brauchen, ich nehme jetzt mal mehr mit, als wir eigentlich brauchen. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Palm, Bottle, nee, da haben wir überall genügend. Wir brauchen Nägel. Und wir brauchen dieses Blech. Was? Hier. Gumwood Plank. Palmwood Plank. Haben wir noch Palmen? Ich meine ja. Warte mal, hier oben war doch mein.
Palmenparadies. Harvest. Ja, harvesten wir erstmal. Genau, Palmwood. Immer natürlich voll. Ah, nee, doch nicht. Ah. Geht. Pockets are full. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Das ist nicht gut. Können wir das essen? Oh Gott, ich bin so draußen aus dem Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Komm, wir schlafen mal kurz. Zeug jetzt hier mal Sachen wegtun. Blau war hier unten, glaube ich. Genau. So, dann haben wir auch genügend davon. So, Trick 17. Nimm halt einfach den Sack, ganz ehrlich, Mann. Wie konnten wir das drehen? Weiß es nicht mehr. Weiß es nicht mehr. Peinlich. E. Pick up, rotate. So. Komm, wir fahren jetzt hier mal das ein bisschen mehr. Hauen wir jetzt noch ein paar zu. Kaputt. So, das hoffe ich langt. Lime. Ja, das können wir irgendwann auch noch farmen. Das ist jetzt nicht so wichtig. So. Ja, mag mich nicht. Das gibt's doch nicht. Das hat doch immer funktioniert. Immer. Unfassbar. Palmwood. So, dritter Versuch. Klappt's immer. Los geht's. Rechte Maustaste. Macht er nicht. Muss man das so machen? Ja, tatsächlich. So, wir gucken mal eben, ob wir die erforderlichen Materialien haben. Für unsere Bühne.
beziehungsweise für unseren Veranstaltungsort. So, schauen wir mal. Place Items. Haben wir genügend? 10. 5. 5. 2. Oh, verdammt, den Zement habe ich vergessen. Wusste, irgendwas hat gefehlt. 16. So, Place. Jetzt sollte er nur noch eins mehr anzeigen. Genau, 5 mal Zement. Und dann haben wir's. Den müssten wir an für sich, glaube ich, haben. Irgendwo habe ich den, glaube ich, gesehen. Hier. Nee, doch nicht. Das ist Tierfutter. Wo ist der Zement? Wo ist der Zement? Wie konnten wir den nochmal herstellen? Wie konnten wir den nochmal herstellen? Oh, und ich habe 4. Stone with a Stone Grinder. Okay, das ist sehr, das ist gut. So, haben wir Steine? Hier haben wir genügend. Ich denke, da brauchen wir wahrscheinlich nur einen, oder? Für einen Stone Grinder haben wir hier. Wo ist der Stein? Insert. Sehr schön. So, jetzt haben wir alles. So. All the required construction materials have been deposited. Ted. Genau. Konstruktion. Der Bau beginnt am morgigen Tag. Das heißt, in 2 Tagen ist das Ding fertig. Und dann werden wir jetzt hier noch etwas schönere. Nee, wir machen das jetzt erstmal fertig, damit ich weiß. Oh, Eier. Meine Chicken Farm. Ja, wie sie streicheln. Oh Gott, ihr braucht ja Futter. Was bin ich bloß für ein gemeiner Farmer? Hallo, lass mich da mal durch. Oh Gott, mein Silo ist auch leer. Mein Gott, also. Ja, mei. Ja, ja, liebe Hühner, da müsst ihr jetzt leider warten, weil ich habe das jetzt nicht bei mir. Muss ich erst holen. Ihr werdet es schon aushalten. So, ich habe keine Ahnung. Ich will mal kurz gucken, was mein Kontostand ist. Lang ist es her. 15 Millionen. Okay, das langt noch. Das können wir lassen. Tschüss. Okay. Genau. Nee, wir wollten jetzt das nicht machen. Jetzt gehen wir pennen. Ich könnte mir mal wieder eine Kiste bauen. Schau mal hier. Fische. Nee, da haben wir Kacke drin. Wo hatten wir das Holz? Das hatten wir hier drin. So, mal kurz gucken. Gum, gum, gum. Hier ist Gum. Art. Bottle. Und hier ist ja auch Gumlock. Palmwood. Palmwood. So, komm, egal. Jetzt machen wir das hier rein. Gut. Eier. Krokomit. Können wir das nochmal essen? Können wir anscheinend nicht essen, wenn wir voll sind. Ich weiß es nicht. Gumnut, die war aber hier. Das weiß ich. Das hatten wir hier immer gehabt. So.
Okay, dann gehen wir schnell schlafen. Mal hier mal schlafen gehen. Dann ist jetzt die erforderliche Baustelle im Gange, glaube ich. Skorpion. Gab es den vorher schon? So, wir gucken mal eben. Dann sollte es eigentlich. Ja, sie bauen. Ah, sehr schön. Und morgen sind sie fertig. Dann machen wir uns hier einen Tag Urlaub und gehen einfach wieder schlafen. Und dann haben wir den Bandstand gebaut. Schauen wir mal, wie er ausschaut. Oh cool. Oh, das ist doch schön. Richtig schön. Schade, dass ich mit der Kamera nicht irgendwie runtergehen kann. Oder ein bisschen mehr sehen. Ja, ich denke, das sollte es dann auch gewesen sein, meine Lieben. Wir werden natürlich in naher Zukunft hier das noch ein bisschen schöner ausbauen. Aber der Bandstand ist sehr schön, der gefällt mir gut. Machen wir noch ein schönes Bild. Wieder hoch. Können wir da auch drauf? Nö, können wir nicht. Wie konnte man ranzoomen? Ach ja, so, genau. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Konnte man nicht auch in den Fotomode irgendwie gehen? Fotos? Nee, irgendwie ging das. F? Nö. Z? Y? Ah! Sag ich doch. Geht doch. Sehr schön. So, genau. Und dann machen wir jetzt ganz schöne. So, prima. So, meine Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben ein kleines Update bekommen. Der Frühling hat Dinkem beschert. Wir haben einen Veranstaltungsplatz uns bauen können, den wir natürlich noch weiter ausschmücken, wo uns dann wahrscheinlich in naher Zukunft eben Straßenmusiker begegnen oder uns treffen, wo Veranstaltungen stattfinden und wir hier einfach einen zentralen Ort dafür haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Update von Dinkem wieder mit dabei seid, am Start seid, meinen Kanal besucht, mein Video anguckt, mir ein Abo hinterlässt, um meinen Kanal weiter wachsen zu lassen. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, ein schönes Wochenende und bis bald. Macht's gut. Ciao.